So, was? Oh. Shut up, John. Jo, meine Kartoffelfreunde, und ich setze mal kurz mein Herz richtig auf. So. Und willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert mit den Aufnahmen und ich hoffe, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Es ruckelt nicht, bis jetzt zumindest. Da hat's gerade geruckelt. Und es ruckelt wieder. Und naja, egal. Gehen wir einfach mal durch die Tür, weil wir letztes Mal Leslie verloren haben. Und was zur Hölle ist das? Ist ja nicht so, dass es ein bisschen eklig aussieht oder so, ne? Nein. Quatsch. Vorsicht, entflammbar. Ich glaube, ich sollte nicht schießen oder ähnliches. Okay. Ja, also, ich glaube, schießen und etwas anzünden wäre hier komplett lebensmüde. So, hier haben wir noch nichts. Haben wir nicht hier irgendwo Gegner eben gerade gehabt? Okay, da geht so ein krankes Vieh lang. Aber dem können wir ja easy peasy aus dem Weg gehen, ohne Scheiß. Ist das... Oh, hier liegt das... Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Gut. Ich mach mal kurz meinen Gaming-Modus am Bildschirm an. Oh, sicker Shit. So, ich hoffe mal, die sind davon ein bisschen abgelenkt und die können hier nicht irgendwie hoch oder so. Ich glaube, der hat uns gesehen. Oh, sieht ein bisschen so aus. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, das müssen wir hier wieder runter, habe ich recht? So, kann man die Tür... Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir müssen wahrscheinlich ganz andere Ende da hinten hin. Öffnen wir mal darüber. Ja, gut. Oh Gott, ich bin gerade wieder so konzentriert, ne? Also wir dürfen hier nicht schießen und nicht möglichst wenig Gegner alarmieren, sagen wir es mal so. Und wir müssen jetzt irgendwo hier... Muss diese Schlüsselkarte sein, die wir dafür brauchen, um... um... den Shitter auszulösen. Oh, da ist die Schlüsselkarte. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm... Was haben wir denn hier alles? Wir haben... Okay, nichts Sinnvolles. Wir müssen die irgendwie weglocken. Von der Leiche da. Sonst kommen wir nicht an die Karte. Ah, ich glaube, wir können das hier ausschalten. Ja, ich drück wieder wie so ein Bekloppter. Warum muss ich noch die Leertaste drücken? So. Jetzt könnten wir theoretisch wieder Waffen benutzen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Hallo, meine Freunde. Hallo? Da drin. Na du? Na du? Na du? Na du? Na du? So, die Karte haben wir nämlich jetzt schon mal. So, was haben wir denn? Was kommt denn hier so als nächstes rein? Oh, Nado Bruder, Nado Bruder. Oh. Nein, geh weg. Du hast ne... Au. Okay, wir rennen einfach durch. Oh, der hat eine coole Axt gehabt. Warte, die können wir noch nehmen. So, Bruder, wo bist du? Da bist du. Zack. So. So. Die da drüben haben mich noch nicht wieder gesehen. Oder können hier nicht rüber. Haben uns nicht gesehen. Keine Ahnung, whatever. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt hier rüber. Gut, jetzt können wir auch wieder schießen. Da bin ich ganz guter Dinge. Ah, Nase juckt. Was haben wir denn hier hinter so, meine Damen und Herren? Also wir haben letztes Mal, unsere Freundin hat uns, die komische alte hässliche Hure hat uns ja verlassen. Damit wir, weil wir uns kurzzeitig in einen Zombie verwandelt haben. Ich meine, die kann auch ein bisschen überreagieren, ne? Aber
Naja, und Leslie ist auf jeden Fall irgendwo hinter der Tür gewesen und ist abgehauen, genau. Und jetzt haben wir gerade unseren Kollegen Joseph gesehen, der ist da oben bei der Bahn. Okay, da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder durchs Wasser, ne? Oh, da war... Ach nee. Okay, das war nur hochklettern. So, was haben wir hier? Oh, die Tür. Was haben wir denn hier alles? Na, obwohl, ich glaube, nee, Kontrollpunkt war eh da. Lesen wir erstmal hier die Notiz. Lesen. Ich verdrück mich natürlich wieder. Gut. Ja, nee, ich will da nicht hin, weil wir irgendwie kaum Schleim haben. Steht das hier? 4850, davon können wir nicht wirklich was kaufen. Deswegen gehen wir mal schnell wieder raus. Gucken, was uns hier draußen noch so erwartet. Denn ich hoffe... Nee. Was wir vielleicht... Ja, doch, Munition ist schon ein bisschen hier. Weil Munition wäre schon ganz cool zu haben, auf jeden Fall. Weil wir haben relativ... Ja, wir haben ja nicht immer Munitionsmangel, das ist unser Problem. Das ist die Kaka, die wir hier haben. Das ist die Problemo. Haben wir hier noch irgendwas? In das Wasser will ich gar nicht. Nee, da gucken. Dann drehen wir einfach mal direkt wieder um. Hui! Wir müssen, glaube ich, die Leiter da hoch, wenn ich mich recht entsinne. Oder wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja. Andere Wege gibt's ja gar nicht. Ich hoffe, die Videoqualität ist für euch in Ordnung. Ich habe halt ein bisschen dran rumgeschraubt, weil irgendwie das immer so geruckelt hat und ja, mittlerweile müsste das eigentlich wieder in Ordnung sein. Ich will halt kein Shit hochladen, ne? Wenn ihr versteht. So, was? Oh! Mir ist aufgefallen, der Sound ist ziemlich leise, seitdem ich meinen neuen Soundtreiber drin habe. Deswegen hab ich's mal gemüsselt. Ist da noch einer drin? Nee, dahinter! Dahinter ist noch einer. Dich zerfick. Ich. Gut, dass wir nicht die Shotgun genommen haben. Das hätten wir echt ein Problem gehabt jetzt. Gut. Ach nee, da können wir nicht reingucken. Da können wir uns nur drin verstecken. Streichhölzer brauchen wir auch nicht. Obwohl. Einfach um sie einzusammeln. Okay, ja, wo geht's weiter? Ah, okay. Oh, ich ahne schon, es wird zusammenbrechen. 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 Nein. Ja. Gut. Mann, warum muss doch so ein krankes Vieh aus dem Schrank kommen? Ohne Witz, ey, die werden ja immer perverser. Jetzt treiben die es schon im Schrank. Oh, da ist er. Heyo, was geht? Okay. Das Kapitel haben wir geschafft. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber okay. Gut, die Aufnahme, können wir noch ein bisschen ausreizen, komm. Da machen wir doch mal das nächste Kapitel schon mal an, um einfach mal einen kleinen Have a look in the next chapter. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet, ne? Also, ich denke mal, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie das neue Kapitel heißt. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr, Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Wir fahren wirklich mit dem Bus jetzt. Mit dem Bus. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir. Genau. Ja,
Das erinnert mich übelst an Man in Black gerade. Falls ihr alle Man in Black geschaut habt, das erinnert mich gerade an den zweiten Teil, wo der Wurm das Dingens frisst, den Zug stirbt. Okay, jetzt erinnere ich mich auch daran. Jetzt erinnere ich mich auch daran. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gar nichts sagen. Aber stirb. Kackt ihr uns an oder was? Was fällt dir ein? Denn das ist ein Wurm, der da raus. Ein Wurm. Oh, da kommt was raus. Ja. Ist gut, Bruder. Das Vieh tickt, glaube ich, nicht mehr ganz richtig. Ich glaube, da hat den Schuss nicht gehört, mein Freund. Jetzt können wir das wenigstens aus der Distanz ein bisschen. Oh, nicht. Das war wohl nichts mit der Distanz. Stirb. 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 Hier war doch irgendwo noch mehr Sniper-Muni, oder? Nee, okay, gut. Also, scheint sehr sicher zu sein hier. Wo abbiegen? Ja. Entschuldigung. Es hat gerade kurz geruckelt. Es ruckelt gerade. So, jetzt müsste es wieder gehen. Gut, Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Das Vieh ist gerade einfach mal in das Haus da gerannt. Ja. Hat einfach mal das Haus mitgenommen. Was kommt jetzt? Oh. Sebastian, Sie sind über uns. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich glaube, wir hätten ihn gar nicht abschießen brauchen eben. Läuft. Stirb. Nächster, nächster, nächster. Kommen hier noch mehr, oder? Ach, der ist immer noch nicht tot. Doch. Jetzt ist er tot. Von rechts, rechts ist da. Gut, dass wir, so viel Treffen und so viel Munition haben. Also kann man hoffen, dass da drunter was ist. Natürlich kann man das gut. Stirb. Fall um, fall um, fall um. Du stirbst auch. Wir kommen ja auch nicht raus. Ich bin in diesem Scheißbus gefangen. Oder? Ja. Wichser. Nein. Verpiss dich. Sie schießen von oben. Von wo oben? Ach, von da. Ja, okay. Die haben... Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen scheiße. Ach, genau. So. Ein Schuss habe ich noch, Gebrüder Bums. Hm. Ja, aber wir haben nichts mehr an Munition. Ich könnte höchstens davon einen machen. Ja. Boom. So, die beiden müssen auch soweit eliminiert sein. Also, hier muss doch irgendwo auch Munition runter. Da muss doch irgendwas... Da ist nichts drin. Ja, super. Ich habe keine Munition mehr. Wir können nichts machen, ne? Ich heile uns mal. Damit wir vielleicht... Ja, super. Hast du gut erkannt, aber ich glaube, wir können uns noch... einen Blendbolzen machen. Damit hole ich, oder kann ich damit das Ding auslösen? Nee. Okay, schade. Dann haben wir nichts mehr. Gar nichts. Rein. Gar nichts an Munition. Gut, Leute. Wir schauen zu, wie unsere Freunde die jetzt alle umlegen. Ich liebe übrigens diese Facecam. Habe ich das schon mal erwähnt? Jetzt habe ich ja wirklich mal Zeit dazu, darüber zu reden. Hier liegt eine Waffe und hier liegt... lecker. Es ruckelt. Was ist denn das? Ich hätte gern einfach mal etwas Munition. Das wäre relativ cool, weil dann könnten wir die alle hier ein bisschen schneller fertig machen, aber... Überlass die mir. Okay, ich überlasse sie dir. Kümmer dich drum. Munition alle? Wir haben keine...
Das ist ein Öltanker, oder? Ja. Das war knapp. Jetzt kommen wir hier bestimmt raus, weil der Weg frei ist oder wir fahren weiter oder... Oh, whatever. Jetzt auf einmal liegt da Munition. Ernsthaft? 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 Siehst du das? Immerhin können wir jetzt wieder fahren. Und gleich kommt das Ding von da hinten oder vor uns oder hinter uns oder über uns. Auf jeden Fall wird es gleich hier irgendwo kommen. Ich sehe schon kommen. Fahren wir hier links. Wie konnte ich das übersehen? Ich habe wieder immer noch keine Munition. Aber ich hoffe einfach mal, dass das Ding wieder seinen Wurm da ausscheidet, sodass es wieder Munition droppt. So, dann können wir immer noch in den Schädel schießen. Und mehr will ich nicht. Ja, genau, jetzt müsste ein Wurm kommen. Ja, so ist lecker. Und was lässt du diesmal? Eine Spritze. Mit einer Spritze kann ich nicht viel anfangen. Ich brauche... Schlagen wir dich halt. Können wir auch. Können wir nicht. Sorry, dass es gerade in der Aufnahme ruckelt. Da ist Wurmi. Nein. Wurmi. Oh, Munition. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. So, jetzt sind wir das Vieh wieder los. Immerhin schon mal an Anfang. Das ist so eine Dreckspinne, ne? Fahr. Oh. Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Wow. The fuck? Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Voll angeschossen, ey. Und da hier jetzt ein Checkpoint ist, würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Schlechtunterhaltung, Kartoffeln, Potato Army und so, ne? Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo da lassen, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tudelü!